Grüß Gott und willkommen zu Konrad Seidels Bier der Woche. Diese Woche haben wir ein Bier aus einem hochadeligen Damenstift. Tatsächlich, was heute die Gösser Brauerei, eine der größten Brauereien Österreichs ist, war früher einmal das älteste Kloster der Steiermark. Und das war ein hochadeliges Damenstift, wo also die Töchter aus Adelsfamilien dann sich dem Lob Gottes geweiht haben. Und das Lob Gottes macht dann gelegentlich durstig, also haben sie auch eine Brauerei gehabt. Und eines der Biere, die da in der Tradition in der Gösser Brauerei immer noch gebraut werden, ist das Gösser Stiftsbräu. Das Gösser Stiftsbräu ist traditionell das dunkle Bier aus Göss, hat den Namen ein paar Mal geändert, mal hat es nur Stift geheißen und Stiftsbräu, aber jedenfalls, es war immer dunkel und immer relativ süß. Und wenn ich sage relativ süß, heißt es, dass das sich auch in der Rezeptur verändert hat. Vor 25 Jahren war dieses Bier sehr viel leichter im Alkohol, aber dafür auch ein Stückchen süßer. Was sich heute anschaut, ein sehr kastanienbraun, rötliches Bier. Auch der Schaum ist jetzt nicht ganz weiß und hat so ein bisschen einen leicht cremefarbenen Ton. Sehr, sehr kompakt. Wenn man da jetzt nochmal drauf schenken, sieht man, wie sich der auch schön herausheben lässt. Und wenn wir an dem Bier riechen, dann merken wir schon, da ist also wirklich eine süß-malzige Note drinnen. Wenn man da antrinkt, hat dieses Bier einen satten Ton, aber im Gegensatz zu dem, wie diese Biere wahrscheinlich früher waren, wo sie so nur die süßen Malznoten betont haben, kommt das zunächst einmal recht ausgewogen. Der erste Schluck, leicht erfrischend, ein bisschen Kohlensäure ist ja da, dann kommt ein herber Röstton, das ist da etwas von dem Röstmalz zu schmecken. Dann der volle, satte Ton und dann ja, ein bisschen Süße im Hintergrund, aber das ist nicht mehr so wie früher die dunklen österreichischen Biere waren, die so richtig als Malzbonbon dahergekommen sind, sondern das ist ein Bier, das man sehr ausgewogen trinken kann, schon fast in die Richtung eines Schwarzbiers. Kulinarisch empfiehlt sich dazu natürlich dann, dass man sagt, schauen wir uns an, was schmeckt da an Speck dazu, was schmeckt da an Schinken dazu, was schmeckt da vielleicht auch, wenn wir uns die Steiermark anschauen, Kernöl. Farblich passt es ja auch zum Kernöl, aber auch geschmacklich. Wenn ich einen Salat, einen Kindlsalat an steirischen habe und da dieses Bier dazu trinke, auch das geht sehr, sehr harmonisch zusammen. Und wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, geben Sie dem Stiftsbräu mal wieder einen Versuch. Es ist wirklich spannend zu sehen, wie dieses Bier von einem früher mal sehr süßen, heute zu einem recht süffigen, dunklen Bier entwickelt worden ist. Kosten Sie es und treffen uns nächste Woche wieder zu Konrad Seidels Bier der Woche. Herzliches Prost! Ja, dass die Damen das auch getrunken haben, kann ich mir schon vorstellen.